Poland, also an die Safety Car. Ja, hier sehen wir, ja, kennt ja jeder aus dem Fernsehen, ne? Der junge Mann war ja vorhin schon mal da, noch einmal kurz. Was haben wir hier vorne? Wir haben hier ein Safety Car aus dem Jahr 2006, ein originales, von Bernd Mailänder selber belegt. Ja, 6,3 Liter Hubraum, ein bisschen verändert, andere Locken, andere Fächerkrümme, wie man vielleicht auch hört, ein bisschen andere Abgasanlage. Knapp 630 PS haben wir hier. Das ist eine Menge, aber der muss ja auch mithalten können. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe zwar diesmal keine Formel 1 Autos hinter mir, aber ja, natürlich für die Formel 1 Wagen muss natürlich schon ein bisschen Geschwindigkeit vorne weg haben. Ja, ich glaube hier. Also was mich ja interessiert ist, lass uns mal hinter das Auto gehen, du hast da nämlich eine runde Leuchte. Ja, das war ordentlich das Auto hier. Damit fährt man, glaube ich, so gut wie jedem Schuhmacher oder ähnlichen. Was meinst du dazu? Naja, er hat ja gerade schon gesagt, 600 PS brauchen wir. Auch dieses Auto ist nicht ganz ohne. Der da jetzt aussteigen wird, ist ein alter Bekannter. Er ist auch Autor für unser Magazin Mercedes-Fans und berichtet sozusagen sehr oft aus dem Bereich SUV, aus dem Bereich. Das ist doch mal eine Hupe. So, da fährt er wieder. Ich glaube, wenn der weiß genau, was es drin bleibt. Ja, nachher nehme ich mir dann Taxi. Ja, nett. Damit nimmt ein Offizier sein kleines. Dann möchte bitte mal zu seinem Fahrzeug kommen, weil da muss der Reinigungsdienst an die Motor. Das Auto hat die Nummer nicht in die Karte und das wird dann nicht mehr. Wenn wir das da nicht mehr sehen, dann ist es eben in die Luft, für den Westen. Was ist für eine Fehlfeder? So, die Idee ist, wenn ihr euch mal mit dem Smart elektrisch über die Hütte chauffieren lassen sollt. Der Luca steht hier mit seinem...